Hallo zusammen. ZDF Fernsehgottesdienst ist es gerade nicht, den ihr schaut. Dennoch, am 12. Juli hätte der tatsächlich hier stattgefunden und wäre übertragen worden, wäre nicht Corona und die Begrenzungen und Regeln dazugekommen, die auch das ZDF betreffen. Im Moment sendet das ZDF nur in der Nähe von Mainz. Aber wir feiern dennoch einen besonderen Gottesdienst am Wochenende hier in Markgreiz. 60 Personen sind sowohl um 9.30 Uhr als auch um 18 Uhr am Samstag hier willkommen. Am Sonntag wird Steffi Berg einige besondere Lieder singen, Fabian Brandt wird an der Orgel spielen. Und von diesen Liedern, eins davon ist eine Psalmvertonung eines meiner Lieblingslieder. Da geht es um das Wort Gottes und was es bedeutet und wie wertvoll es ist. Das Wort Gottes, das wir in jeder Eucharistiefeier, in jedem Wortgottesdienst hören, es ist auch in dem Gleichnis, das wir am Sonntag im Evangelium hören, etwas, was uns zum Nachdenken bringen kann. Hier am Ambo in Markgreiz ist dieses Gleichnis dargestellt. Vielleicht erkennt ihr es schon. Es geht um Körner, die ausgestreut sind auf einem Feld und was mit ihnen passiert. Links und rechts ist es dargestellt und auch in der Mitte mit der Ähre. Was es damit auf sich hat, mit diesem Gleichnis und was es zu der Frage sagen kann, wann klappt's denn jetzt endlich? Eine Frage, die im Alltag immer wieder vorkommt. Das werden wir am Sonntag und auch am Samstagabend hören. Das Wort Gottes, es ist schon manchmal vertrackt. Und doch ist es etwas, was so wertvoll ist und so viel Kraft geben kann. All das steckt in dem Gottesdienst, in dem Gleichnis. Und nachdem wir ja in den letzten Wochen keine Feste feiern konnten, wird es etwas geben. Es wird ein Bier to go oder für die Kinder natürlich auch ein Limo geben nach dem Gottesdienst hier auf dem Kirchhof. Es ist einige Vorräte einfach noch da, die wir gerne jetzt vor dem Sommer noch unter die Leute bringen. Ein Freibier könnte man sagen. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten hier in Markgreiz, aber auch wenn ihr anderswo seid und Gottesdienste feiert und das Wochenende miteinander verbringt, wünsche ich ein schönes Juliwochenende. In den nächsten Tagen werde ich noch ein bisschen was zu diesem Gottesdienst hier veröffentlichen, auf Facebook auch. Die Lieder, auf die ihr gespannt sein könnt, die Steffi singen wird, so als kleiner Vorgeschmack und vielleicht auch noch das ein oder andere Bild, den ein oder anderen Impuls. So wünsche ich euch gute Sommertage. Der Segen Gottes, er möge uns begleiten, jetzt in diesen Tagen. Manche gehen schon in die Ferien, in einen Urlaub, andere arbeiten oder arbeiten noch und freuen sich auf die Zeit, die kommt. Wie auch immer wir diese Zeit verbringen, Gottes Segen ist in allen Situationen wertvoll und wichtig. Der Herr sei mit euch. Auf all euren Wegen, mit den Menschen, mit denen ihr zusammenkommt, mit den Gedanken, mit denen ihr euch herumtragt, und mit den Dingen, mit denen ihr euch beschäftigt, in der Arbeit, in der Freizeit, in all dem sei der gute Gott bei euch und er segne euch. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Tag, ein gutes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.